Dinger backen. Es sind so kleine Brownies mit so einem roten Hut auf. Mit Erdbeeren, ne? Genau. Ja, ja, genau. Quasi gesunder Weihnachtssnack. Wie krass ist das denn? Weil die Erdbeeren drin sind, die sind nämlich gesund. Und es sieht schön aus. Deshalb ja, voll. Es sieht weihnachtlich aus. Jaco, erzähl mal was von dir. Ich bin Jaco. Jaco Wusch. Und ich mache Videos im Internet. Bei mir könnt ihr nicht so viel lernen wie bei Ludo. Aber manchmal ist es lustig. Und manchmal nicht. Das ist, wenn man eine richtig gute Kanalbeschreibung hat. Lass uns anfangen! Also, wir haben schon alles vorbereitet, weil wir voll die Profis sind. Und zwar haben wir hier 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Kokosmilch, 40 Gramm Zucker, 20 Gramm Kakao. Das geilste der Welt. Das sind jetzt nicht mehr 30 Gramm, das waren 30 Gramm. Ich habe vielleicht 5 Gramm weggegessen. So Lotuscreme. Dann Vanilleextrakt, Backpulver und ein bisschen Zimt. Für alle Menschen, die das nicht kennen, ich kannte das nicht, vielleicht kennt das jemand. Lotuscreme ist Spekulatiuscreme. Das schmeckt wie Spekulatius, aber es ist eine Creme. Ja. Und für mich ist das voll das Wunder einfach. Also, wir mischen jetzt einfach mal alles zusammen hier. Mehl, Zucker, Zimt. Ist das Backpulver? Ja, das ist Backpulver. Vanilleextrakt und Kakao. Ja! So, und die Creme. Das Beste. Ja. Mach einfach mit dem Finger rein. Okay. Ja, mit dem... Oh, schade, dass nicht so viel in meinem Finger. So, und jetzt mischen wir das alles. Okay, also der Teig sollte ungefähr so aussehen. Also nicht zu flüssig, aber auch nicht knetbar. Und den machen wir jetzt in Formen rein. Und zwar in mini kleine Formen, die wir gerade nicht hier haben. Doch, doch, wir haben sie hier. Woo! Yay! Oh, das riecht, ich hab so Hunger, das riecht so gut. Wie wird es eigentlich ausgesprochen? Fondant? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Fondant wird es ausgesprochen, aber ich fühle mich immer wie so ein Trottel, der alles cool aussprechen will, wenn ich Fondant sage. Ich auch. Kennst du diese, die irgendwie so mit französischem Akzent das Ganze sagen und dann richtig cool wirken? Ich fühle mich schon bei deutschen Wörtern so komisch. Zum Beispiel bei, man sagt ja Orange oder Cousin. Cousin. Aber eigentlich sagt ja jeder Cousin. Aber ich finde, Cousin klingt voll dumm auch, weißt du? So, und das kommt jetzt in den Backofen für so 20 Minuten. Nikoläuse. Ist das eigentlich eine Salami-Pizza, die da in der Wand ist? Ja, jedes professionelle Gebäck braucht ein Frosting. Ja, so ist es. Ich finde, es gehört so dazu, weißt du? Also wenn ich mir so ein amerikanisches, geiles Backvideo angucke, dann ist immer ein Frosting dabei. Das stimmt. Ich habe noch nie mal mit dem Frosting gemacht, ne? Ja, ich auch nicht. Also wir haben jetzt 64 Gramm Butter. Also so vegane Butter. Und jetzt machen wir da 150 Gramm Puderzucker rein. Du nennst Margarine vegane Butter? Oh, ich sterbe, ey. Mein Hals. Ich warne dich, wenn du mich ansteckst, ne? Dann komme ich vorbei und töte dich. Jetzt machen wir noch so ein bisschen Vanillearoma rein. Okay. Das schmeckt bestimmt richtig gut. War das überhaupt eingesteckt? Nee. So. Mach das mal auf 1. Oh mein Gott, ich kann nicht. Das hat wahrhaftig funktioniert. Okay, jetzt arbeiten wir parallel. Ja. Mir wurde schon gesagt, dass man sich damit schnell verletzt. Ja, ich habe. Das heißt, keiner meiner Familie hätte mir das gegeben. Guck mal, ich habe hier zwei riesige Wunden. Deshalb. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall die Köpfchen hier oben von den, wie nennt man das, Muffins abschneiden. Und was machst du? Ich schneide die Köpfe von den Erdbeeren. Also, wir machen jetzt dieses Frosting in diese Tube hier rein. Das ist so ein Frosting-Spritzding. So ein Frosting-Gerät. Genau. Dann machen wir das jetzt rein und dann machen wir das auf die Formen drauf. Dann kommen die Erdbeeren da drauf und dann kommt nochmal Frosting oben drauf. Und dann haben wir kleine Weihnachtsmänner. Ja. Und nun? Jetzt machen wir die Hüte drauf. Das ist so schön! Yay, yeah, ich habe einen Erdbeerreifen! Wie geil! Hm. So, und jetzt kommt wie so ein Mützenzipfel umlauf, ne? Das ist so schön! Ah, oh, wie cool! Das ist richtig cool. Ich frage mich nur, wie wir gleich die Augen hin... Wo kommen die Augen? Kommen die auf das Braune? Weil, guck mal, wenn wir da jetzt nämlich die Augen drauf machen, die fallen da runter. Oder doch nicht? Oh Gott, ist das süß! Der ist so putzig! Er guckt, guckt wie ein kleiner Nikolaus. Achso, nochmal kurz gerade erklären, was wir gerade machen. Wir machen zwei so kleine Frosting-Tupfer hier vorne drauf und dann kommen halt so,
wie nennt sich das? Schokotröpfchen vorne drauf, damit der kleine Nikolaus Augen hat. So, wir haben es jetzt fertig! Yay! Ich muss sagen, das ist wirklich schön geworden, ne? Das ist richtig niedlich geworden. Also wir sehen unglaublich cool aus und ich bin voll happy, dass die wirklich so geworden sind. Ich finde, es ist voll geil, wenn man zum Beispiel so sagt, okay, ich will zum Beispiel meiner besten Freundin, wir schenken uns jetzt nichts, aber ich back ihr was. Oder ja. Man macht irgendwie so ein Weihnachtsbuffet. Ja, voll. Und bringt das mit. So als vegane Tante hat man so das Schönste. Einfach. Ja. Ich werde das auf jeden Fall zu Hause nochmal nachmachen. Mega cool. Ja, das ging voll schnell. Ja, ne? Oder? So, also ich hoffe mal sehr, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mal auf Jakos Kanal vorbeischauen. Wir haben mit ihr? Mit mir. Ich habe mit mir in der dritten Person. Wir haben dort auch ein Video zusammen gemacht. Und es ist noch krasser, weil wir dort einen Einhornkuchen gemacht haben. Der wird sehr schön. Und wenn ihr von meinem Kanal hier rübergekommen seid, vom letzten Video, dann abonniert Lulu für sehr, sehr coole Kochvideos. Die kann das besser als ich. Muss ich jetzt ehrlich, es ist nicht schwer, diese Grenze zu überschreiten, aber ja. Und einen wundervollen Tag. Tschüssi. Tschüss. Homoko. Wie geil ist das bitte? Das ist voll lecker. Ich soll das nicht im Video probieren. Leute. Das ist sehr lecker. Okay, klatschen.